Hallo und herzlich willkommen zurück zu Desperados 3. Wir haben in dieser Staffel noch genau 2 Folgen übrig. Und ich habe in der Zwischenzeit ein wenig geguckt und habe eine Idee. Das sieht tatsächlich ein wenig niedlich aus, wie die da rumlaufen. Okay, also. Folgendes, wir gehen erstmal hier hin. Und wir können. Ich habe den Eindruck, dass du Isabel nicht sonderlich magst. Ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. Tja, freut mich, dass du trotzdem hilfst. Das ist rein. Wenn der Hund das nächste Mal hier war, ich mache mal auf Pause, obwohl wir können ja weitermachen und hier hingeht, dann versuchen wir, den da hinten mit dem Messer zu treffen. Dazu müssten wir ihn ablenken. Müssen wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Und vorher werden wir die hier mit Sumpfgas ausschalten. Ja, gut. Also, wir merken uns diese Dreckstöhle. Guckt da unten hin. Verstanden. Okay. Dann schauen wir mal, bis wohin diese Dreckstöhle guckt. Bis da vorne tatsächlich. Ja, alles klar. Okay. So, also. Folgendes ist der Plan. Wir versuchen das mal. Einmal abspeichern. Eine Kugel für ihn. Das sollten die nicht hören. Jetzt mit ihm den töten. Mit ihm den töten. Und los. Ah, Mist. Okay. War ein guter Plan. Hat auch so halb funktioniert. Also, nächster Versuch. Mit der Pistole ihn. Und gleich wieder in den Pausenmodus gehen. Du bitte ihn mit dem Messer erstechen. Und du bitte ihn eine Spritze geben, ausführen. Sehr schön. Dann du bitte direkt dahin ausführen. Und du nimmst bitte... Nein, 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 komm. Kein Problem. Da hinten hin. Und du musst bitte die hier wegschleppen. Und du bitte ebenfalls. Meine Arme werden müde. So, das reicht. Hoffen wir mal, dass das reicht. Komm. Schaffen wir dich aus dem Weg. Verstanden. Dann er bitte. Kein Problem. Holen. Mist. Okay, das war leider nicht weit genug. Also, der Plan funktioniert. Einmal schießen. Hat sie mich tatsächlich mit rein. Ausführen, Pause, speichern. Das ist ja ein Labyrinth hier. Du bitte, nein, mit dem Messer nach da, weil er vorne steht. Wir drehen die Situation mal ein wenig. Gehen ein bisschen näher ran. Und du, weil er hinten steht, mit der Spritze nach da. Dachte ich mir schon. Sehr gut. Dann du den da hinten holen. Und du nimmst dir den und bringst den da hin. So. Du nimmst den da hinten hin. Und ich hoffe, das reicht jetzt. Reicht. Komm, ablegen. Schnell, 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 schnell. Den nehmen. Los, 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 los. Und ablegen.
da. Kein Problem. Oh, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt. In Ordnung. Ja! Einmal speichern. Hat geklappt. Sehr geil. So. Dann kannst du ihn jetzt dahin schmeißen. Und dann können wir die restlichen jetzt entsorgen. Sehr schön. Und beim nächsten Mal werden wir jetzt den Hund killen. Perfekt. Sehr schön. Ja. Einmal ablegen. Sehr gut. Und dann können wir uns jetzt um den Hund kümmern. Ich hoffe, das schaffen wir noch. Einmal direkt da vorne rein. Und dann kannst du bitte mit entsprechender Entfernung bitte diesen Wachhund einmal killen. Sehr gut. Und den werden wir mal da reinschmeißen. Sehr schön. Und dann ist eigentlich der Weg frei in die Richtung. Wir könnten mit dem einen tatsächlich hier oben rumgehen und hier oben ein bisschen aufräumen. Das sieht tatsächlich relativ gut aus. Also, wir speichern erstmal ab und machen hier weiter. Und dann werden wir mit dir dahin gehen. Und dann gucken wir mal, wo er hinguckt. Okay, so. Die Frage ist, also da kommt keiner ran. Mach schon. Okay, wo guckt er hin? Er sieht den Typen auch nicht. Und los. Ein Versuch, das war mal überhaupt nichts. Alles klar. Gut. So, nächster Versuch. Du bitte nachher dort. Und du, wir bleiben mal bei ihm hier. Denn er guckt nämlich immer nur bis dahin. Das heißt, wenn wir ihn jetzt treffen und uns ihn dann schnappen und jetzt da reinschmeißen. Schneller. Oh, sehr knapp. Da rein, bitte. Sehr gut. Und wenn wir jetzt schießen. Ja, das wird noch nichts. Wir gehen mal nach da oben. Wenn wir da schießen, dann könnte es tatsächlich sein. Hey, Vorsicht, ich sehe dich, Arschloch. Kleiner Kratzer. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. So, einmal den hier. Einmal schnell da rein. Zack. Und einmal speichern. Sehr gut. Das ist echt unglaublich. Oh Mann, ey. Wenn man sich einmal darauf verlässt, wo er lang geht, dann wird er definitiv den falschen Weg wählen. Nein. Das ist das, was ich meinte. So, einmal da oben lang. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er da rankommt. Das sollte auch keiner merken. Einmal mit ihm bitte. Einmal ihm bitte. Pack. So, und dann knallhart abgeknallt. Sehr schön. Herr Doktor, würden Sie mir bitte helfen? Ach, guck mal, der Typ ist im Fluss versunken. Dann können wir den da einmal reinschmeißen. Speichern. Und dann haben wir die Situation hier geklärt. Jetzt will ich mal gucken, wo der hinschaut. In die Richtung. Alles klar. Okay. Jetzt haben wir hier unten drei. Und die gehen hier tatsächlich davon aus, dass wir hier ein kleines Feuerwerk veranstalten. Die Frage ist nur, wir machen mal die Zonen an. Okay, das ist die Wachzone hier oben. Das heißt, hier würden dann 6 Leute kommen. Das ist mir tatsächlich zu viel. Das Queen's Nest. Sieh mal einer an. So, wir schauen mal, ob wir von hier genau was erreichen können. Ich würde tatsächlich
Scheint etwas Persönliches zu sein. Wenn es persönlich wird, enden meistens die falschen Leute als Leiche. Genau. Deshalb mache ich es mir lieber einfach. Mhm. Die Frage ist ja, wenn wir ihn ablenken. Er sieht den nicht. Seht ihr das? Der Typ ist in einem Loch drinne. Einmal abspeichern. Okay. Los geht's. Einmal dahin bitte. Okay. Wenn wir den Typen jetzt mit dem Messer, zack, jetzt da runter, ja. Und jetzt dahin, okay. Klappt, wunderbar. Einmal speichern, das war tatsächlich jetzt einfacher als gedacht. Wenn wir jetzt schießen, wir hörten das alles. Zu viel. Okay, also, wir gehen wieder nach da oben. Und jetzt ist die Frage, wenn wir von hier schießen, treffen wir die beide und wer hört die alles? So, einmal Pause. Gleich geht's rund. Ah, das hört der Typ da hinten, ne? Der wird Alarm schlagen. Wir können den auch nicht treffen. Das heißt, wir müssten, entschuldigt bitte, so und so etwas näher rangehen, also in die Richtung. Einmal gucken. Machen wir Krach. Der ist raus. Die sind nicht mit drin. Und den würden wir treffen. Und den würden wir treffen. Zack. Schlechter laufen können. Sehr schön. Dann würde ich sagen, Herr Doktor. Und John, bitte einmal wegbringen. Oh, ist das schwer. Das ist so herrlich. Das schneide ich raus. Okay, weiter geht's. Entschuldigt bitte die Kurzunterbrechung. Und dann würde ich sagen, einmal speichern. Und dann sind wir hier fertig. Dann kannst du dir bitte einmal das Zeug da holen. Und ich bin tatsächlich gerade auf den falschen Knopf gekommen, deswegen habe ich ein kleines Stückchen rausschneiden müssen. Und dann gucken wir jetzt mal, wie wir weiter vorgehen. Also, dann schauen wir erstmal auf die Ziele. Wayne finden. Käfig A, nach Wayne suchen. Okay, das heißt, wir müssen hier nach den suchen. Dann müssen wir das Ölfass aufbrechen. Das kann nur Hector machen. Und hier alles abfackeln. So. Okay. Wir sind jetzt ja im Prinzip hier unten am ähnlichen Ort. Also, wir sammeln uns mal. Können wir mit denen hier reingehen? Wir könnten mit denen da reingehen, oder? Ja. Herr Doktor kann, beziehungsweise soll da oben rein. Den Typen knallen wir erstmal. Ja, dachte ich mir. Knallen wir erstmal ab. Okay. Der wird ja von fast überall gesehen. Das ist ja gemein. Das heißt, der wird von da gesehen. Und der wird von da gesehen. Das ist ja gemein. Die werden von drei Seiten oben werden die gesehen. Eieieiei. Okay. Wird der Typ denn hier gesehen? Der Typ wird auch von... Boah. Alles klar, krass. Die gehen also anscheinend wirklich davon aus, dass wir hier alles abknallen. Okay, das heißt, wir müssen uns hier echt langsam anschleichen. Wir speichern mal ab. Ich wittere jetzt nämlich die Chance, dass wir hier einmal hingehen und uns den Typen hier mitnehmen. So. Das haben wir. Und dann
müssten wir eigentlich... Der Typ kann den sehen. Okay. So, wir müssten mit 3 Leuten gleichzeitig ihn, ihn und ihn umbringen und ihn töten, wenn er hier hinten ist. Das können wir mit dem hier ja machen. Das ist ja kein Problem. Jetzt gehen wir nochmal auf X. Und gucken nochmal, wie weit er kommt. Er ist wichtig. So, wir gehen schon mal da in Deckung. Einmal pfeifen. Jetzt machen wir. Ich habe Lust auf. Holen wir uns ein. Ja. Komm doch mal her hier. Das klappt leider nicht. Kann ich den ganzen Tag machen. Nicht schlapp machen jetzt. Okay, wir versuchen es mal andersrum. Wir gehen mal da hinten hin und einmal pfeifen. So. Einmal aufstehen. Ah, Mist, jetzt hat er Alarm geschlagen. Okay. Nee, das wird nix. Alarm schlagen ist doof. Aber den Typen. Zack. Den kriegen wir. So. Und weg damit. Alles klar. So. Feine Sache. Wenn wir den jetzt mit einer Katze ablenken. So. Legen wir los. Machen wir so. Ich habe Lust auf Karlschlag. Ah, das wird alles nichts. Das wird alles nichts. Wir könnten jetzt versuchen, wir haben ja noch 2x den da übrig. So. Wir speichern einmal ab. Da. So. Und mit ihm versuchen wir jetzt, den da abzuknallen. Dein Ziel. Schneller. Lauf. Los. Bewegung. Und los. Dahin. Und bitte einmal schießen. Oh. Aber jetzt ist er tot. Alles klar. Ja, scheiße. Den haben wir. Können wir uns als nächstes um den kümmern? Sehr gut. Das ist völlig falsch. Dann gucken wir mal. Also. Der Spaß fängt erst an. Dann gehen wir mal nach da. Was mache ich denn hier? Wir speichern einmal sicherheitshalber. Gehen mal nach dort. Ja, die sieht er jetzt nicht. Jetzt kommt die Axt. Jetzt muss ich einmal gucken, wie weit der schaut. Ja, also ist kein Problem. Den können wir jetzt umbringen. Nein, der sieht das. Ah, Scheibenkleister. Ah, Mist. Einmal gucken, wie weit der hier guckt. Okay, er ist derjenige, welche. Er ist wichtig. Machen wir so. So. Wir müssen weiter auf ihn achten. Jetzt müssten die Spuren weg sein, genau. So, also wir müssen darauf achten, dass er... Ach, er geht nicht in den Bereich rein. Jetzt mach mal Lärm. Ich hab Lust auf Karlschlag. Der geht da nicht rein. Komm doch mal her hier. Ich mach's mit Dingschen. Jetzt kommt die Axt. Du sollst einfach nur hierher kommen. Aber der macht das nicht, ne? Der bleibt immer im Sichtbereich. Der bleibt immer im Sichtbereich von dem Typen hier. Okay, gut. Dann gucken wir mal, ob wir hiermit was machen können. Wir müssten die beiden umbringen. Das sollte eigentlich machbar sein. So, er hier.
Sie wird sich erstmal heilen. Können wir das... Das können wir nicht so machen. Okay. Und dann du bitte einmal nach da. Beziehungsweise dahin. So. Einmal runter. Aber viele Leute in Käfige gesperrt. Ach, verdammt, der sieht uns da von da. Okay. Ganz genau, amigo. Vielleicht klappt das ja auch. Okay, wir müssen erstmal die beiden hier wegkriegen. So, das heißt, er sieht... Er sieht den da. Wir könnten aber versuchen, uns da hinzustellen. Da rein, so. Und jetzt... Ne, wir müssen das machen, wenn er bereits da hinten... Wenn er da ist. Jetzt nehmen wir die Münze. Schmeißen die darüber, dass er da bleibt. Einmal abspeichern vorher. Und wir werden mit ihm den Typen abknallen. Zack. Jawohl. Sehr gut. Und dann kannst du jetzt nämlich... Das kostet aber. Da hoch bitte. Erstmal da rein. So. Dann werden wir ihn hier verfolgen. Ja, sehr gut. Einmal hoch bitte. Sehr schön. Dann nimmst du dir mal die Sachen. Ja, toll. Speichern. Und dann bitte einmal den da. Okay, also da sind mehrere am Mann. Aber jetzt können wir ihn erledigen, denn der Typ guckt nur bis da. Sehr schön. Also, dann drücke ich mal auf X und dann werden wir mal mit ihm ihn abwarten, bis er weg ist. Und dann gehen wir mal hier hin. So. Dann gucken wir mal, bis er wiederkommt. Und dann werden wir ihn mit der Axt erledigen. Sehr gut. Dann sind wir hier soweit durch. Ja. So. Und jetzt mit der Axt. Sehr schön. Einmal speichern. Und dann bitte den Typen da rein. Sehr schön. Okay. Gut. Leider Gottes sind unsere anderen beiden nicht mit dabei. Das ist ein wenig ärgerlich. Aber ich würde sagen, wir... Quatsch. Also ist sie nicht mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Denn mit ihr könnten wir das jetzt richtig gut machen. Erstmal wird sie sich heilen. Die anderen sind alle noch geheilt. Okay, gut. Ich würde trotzdem versuchen, den hier zu killen. Das sollte doch eigentlich jetzt klappen. Sehr schön. Okay, dann hoffen wir mal. Wir speichern jetzt mal nicht ab. Ich will mal gucken, ob das so klappt hier. Wie sieht es eigentlich mit den Zonen aus? Das ist eine andere Alarmzone. Hier sind 10 Mann drin. Boah. Heidewitzka. Okay, also da wird nichts gesehen. Das ist also kein Problem. Alles klar. Gut, dann sollten wir uns um die beiden da oben kümmern. Einmal speichern. Mit dir bitte den Typen.
Auf geht's. Okay, dann warten wir mal. Ich denke, den sollten wir kriegen. Das sieht mir nicht so aus, als wenn da einer hinguckt. Okay. In Ordnung. Ja. Einmal speichern. Meins. Und dann einmal da rein, bitte. Sehr schön. Dann können wir jetzt versuchen, ihn zu erledigen und danach ihn. Okay, dann gucken wir mal. Wir gehen erstmal hier lang. Und dann laufen wir mal. Und okay. Er wird trotzdem nicht gesehen. Sieh genau hin. Blut so. Öffnen wir die Käfige. Sag mal, ich dachte, die Sklaverei wäre vor einer Weile abgeschafft. Da rein. Deshalb nennt man das jetzt Convict Leasing. Was soll das denn sein? Sagen wir mal, die DeWitt Company liest dich von der Straße auf und beschuldigt dich der Landstreicherei. Als Straftäter wirst du dann an den Höchstbieter ausgeliehen. So. Um bei ihm die Strafe abzuarbeiten. Einmal da, bitte. Sklaverei. Oh, der Unterschied ist vernachlässigbar. Und dann... Kein Problem. Jetzt geht's. Na, okay. Also, er kann da oben was sehen. Oh, da haben wir Schwein gehabt. Dann werden wir mal den Typen jetzt auflesen. Speichern. Und da rein. Neuer Hinweis. Umgebungskill. Ah, okay. Dieses Objekt kann genutzt werden, um einen Unfall geschehen zu lassen. Okay. Gibt es hier jemanden, der da irgendwie hingeht? Eigentlich nicht, ne? Langweilig. Die Frage ist, wo steht denn der Typ? Der steht da oben. Aber der steht doch da auch relativ alleine. Dann können wir doch jetzt hier... Dann können wir doch jetzt hier rüber gehen und uns erstmal um den kümmern. Und den dann da reinschmeißen. Ja. Ich würde sagen, das versuchen wir mal. Hier sind aber viele Leute in Käfige gesperrt. Okay. Alles in Ordnung? Oh, seht euch an. Habt ihr Angst? Einmal speichern, dann versuchen wir das mal. Na, da kommen Leute. Meiner Meinung nach sollte er ihn da oben nicht sehen. Ja, genau. Trotzdem werden wir uns jetzt mal um die Leute hier kümmern. Genau, okay. Sollen wir? Und den mal holen. Wieder in die Ach, keine Sorge. Es wird viel und dann da unten reinschmeißen. Und dann mit los. Ihm machen wir das Gleiche. Vielleicht schicken sie okay, sehr gut. Sehr schön. Und dann haben wir das hier gesäubert. Jetzt können wir gucken, dass wir die hier oben säubern. Der wird von dem gesehen und von dem. Okay. Das heißt, den könnten wir... Ihn hier könnten wir erledigen. Oh, seht euch an. Habt ihr so. Angst? Die Frage ist, wer hört denn was, wenn wir jetzt hier mit einer Pistole schießen? Keiner. Sieht nur jeder. Okay. Also einmal abspeichern. Und dann würde ich sagen, wir haben hier mit ihm noch drei Kugeln. Und hier haben wir weitere sechs. Also die gehen hier auf jeden Fall davon aus, dass wir uns hier durchschießen. Mitten durch die See mal einer an, wer da ist. Ihr habt euch aber Zeit gelassen. Entschuldigung. So, auf jeden Fall gehen wir mit denen jetzt mal weiter. So. Dann wollen wir mal.
Dann ist die Frage, wie wir jetzt weitermachen. Ich würde tatsächlich erst gern diese ganzen Personen hier killen. So. Die... Der guckt nicht. Er guckt nicht. Sie guckt nicht. Das heißt, wenn wir den da killen, dann sieht das keiner. Okay, es sieht doch jemand. Wenn ihr sie findet, dann knallt sie ab. Diese Typen haben sich gut versteckt. Also gut. Wir versuchen das mal. Zack. Einmal schießen und einmal, das ist ein Longcode. Ah, zack. Dann einmal mit dir. Einmal mit Herr Doktor. Nein, er kann nicht treffen. Eieieiei, das ist ja ärgerlich. Aber Herr Doktor kann nach da schießen. Und du? Ich bin soweit. Kannst dahin gehen. So. Dann kannst du noch nicht weiter schießen. Na, schaut mal, wir können jetzt versuchen, ob wir mit ihm. Ich habe bewusst noch nicht gespeichert. Noch ein bisschen. Ich drücke nochmal die Umschalttaste und gehe nochmal ein bisschen näher. Ich muss wohl laut werden. Wir können noch nicht schießen. Also. Noch ein Versuch. Also, noch ein Versuch. Mit ihm. Ja, wir müssen noch näher ran. So. Einmal dahin. Du bitte einmal nach da. Und du bitte einmal. Ah, Mist. Du musst nach da gehen. Und bitte einmal nach da. Verstanden. Ich hab noch. Dann bitte. Du nur ein einmal trinken. Verstanden. Und er besser als schießt einmal. Sehr schön. Ausführen. Sehr gut. Ja, Mist. Jetzt hat's Hector erwischt. Okay, Mission gescheitert. Also wir sollten vielleicht doch ein wenig mehr... Ja, obwohl, wenn wir Hector hier vorne platzieren. Das Problem ist, sie kann nicht schießen. Wir müssen also den ganzen... Wir versuchen das nochmal. Ich finde das eine saugeile Idee. Wenn wir ihn hier platzieren, so. Und er... muss wieder nach da oben. Und da gibt es ja noch ein bisschen Mune. Für Hector. Ich finde das saugeil. Wir versuchen das nochmal. Also wir erschießen... den. Wie aus dem Nichts. Wird auch Zeit. Und los. So, speichern. Dann. Gleich geht's. Das hört hier tatsächlich keiner mehr. Okay. Einmal. Kein Problem. Dahin. Ah, Mist, das klappt nicht. Schade. Wenn wir hier ein Stückchen vorgehen, jetzt noch ein Versuch. Zwei sind besser als einer. Wir können
Auf geht's. Sie treffen. Das klappt schon wieder nicht. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Machen wir Krach. Hm, okay. Können wir sie jetzt treffen? Ja. Bam. Adios, amigos. Okay, so, das heißt, sie ist tot. Das heißt, jetzt werden wir gucken, dass wir... Okay, los geht's. Da ist irgendwas. Einmal... Oh, der wird das hören. Aber das macht nichts. Beziehungsweise wir können auch noch nicht... Dann gehen wir mit dir mal dahin und gucken, ob das klappt. Das können wir auch so machen. So. Machen wir Krach. Schießen. Und einmal in Deckung gehen. So. Einmal dahin. Ausführen und in Deckung. Legen wir los. Sehr schön. Dann einmal mit dem Doktor. Ich habe das richtige Werk, meine Spezialität. Bitte nach dort. Und er muss bitte ihn treffen. So, er geht darüber. Und dann wirst du bitte ihn heilen. Gucken, ob das klappt. So. Nächster Versuch. Du bitte ihn erschießen. Ja, sehr schön. Herr Doktor, bitte den letzten Schuss setzen beim Longcoat. Ja, sehr gut. Und dann... Ah, Mist. Wir erwischen jetzt... Hier bis auf einen... Jetzt würden wir alle erwischen. Ja, zack. Gucken, ob das klappt. Wir speichern einmal ab. Jawohl. Zack. Joa. Jetzt haben wir keine Google mehr. Das ist jetzt doof gelaufen. Ich würde sagen, jetzt verziehen wir uns. Oder greifen den Hund einfach an. Joa, mein Gott. Jetzt verziehen wir uns da hinten hin. Ja, natürlich ist er tot. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Nein, denn er ist tot. So, du heilst jetzt endlich mal den Typen. Und das ist ein richtiges Massaker. Aber das ist richtig gut gelaufen. Sehr geil. Hier kann nichts mehr passieren, das ist leer. Dann gucken wir mal, ob wir mit ihm nochmal... Ah, schade, wir hätten da stehen bleiben sollen. Ah, sehr schade. Wir könnten doch jetzt mit dir mit dem Messer. Ja komm, wir machen den mal mit dem Messer kalt. Zack. Du bist in den falschen Sumpf geraten. Diese Typen haben sich gut versteckt. So. Die müssen hier irgendwo sein. Bin unterwegs. Wir müssen sie ausräuchern. Die nehme ich. Und einmal mit dem Messer. Zack. Sehr schön. Herr Doktor kann auch wieder runterkommen. Und dann kannst du bitte einmal weiter heilen. Und dann müssen wir hier definitiv mal ein bisschen Munition aufsammeln. So. Was geht's? Du sollst ihn heilen.
Und Herr Doktor, das Gleiche. So. Sehr schön. Du wirst ein Schnäpschen trinken. Und du wirst dir die letzte Munition holen und speichern. Und dann haben wir hier alle erledigt. Und haben auch noch den Bereich hier gesäubert. Sehr geil. Das heißt, hier gibt es noch ein paar. Und ja. Also einfach nur reinrennen und alle totschießen. Das konnte ich schon immer gut. Sehr geile Nummer. Sehr cool. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Nachdem wir hier... Ich mach das mal aus. Das sieht mir doch zu gemein aus. Dieses Massaker hier angerichtet haben. Wie es weitergeht. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.